ist ja wieder die Anfangsbar. Mostly versatile. Ja, da haben wir das Spiel ja angefangen. Oh, das ist alles jetzt gerade. Das nervt ein bisschen, dass man oft total. Ja. Ohne Plan irgendwo rumrennt. Wo geht's denn da runter? Zordos. Und da noch weiter runter? Warte. Secret Spot. Army. Just when I'm in the bricks. Changeless. Das ist alles so sinnloses Geblabber. Was ist da hinter dir? Da ist ein Schild drüber. Zordos. Aber guck mal, das sieht mir rot aus. Das ist kein Motorrad. Ist auch egal, ich mach mal ein Bild davon. Ja, mach mal ein Bild davon. So. Guck mal, der chillt da mit seiner Tuse. Haha, guck. Siehste? Aber ich hätte es cooler gefunden, wenn man den quasi live hätte knipsen müssen. That's a Jakery engine in there. No joke, man. Job, Job. Na gut, wenn das der sein sollte. Ja. Dann hätte es aber eigentlich eher Sinn gemacht, den Typen zu fotografieren. Nein. Ja. Aber der wollte doch das... Ja, ja, ist schon recht. Aber wo ist das, was wir suchen? Da unten ist noch eins. Verdammt. Soll ich doch mal zu Zordos runter? Geh mal zu Zordos. Mal da. Baby the Hero, das sind diese kleinen Viecher, oder was? Mhm. Wo gibt es da einen Tunnel? Was geht hier? Okay. Spin the Mongos. Ja, mach einfach mal. In der Mitte. Okay. Eindeutig. Shell 3. You accept the lies of the eyes? What a rip-off. Ich will's nochmal. Keep eye on Bongo and earn the bet. Mal den Kopfhörer komplett auf, vielleicht ist da ja irgendein Hinweis. Also ich hätte es Shell 1 gesagt. Echt? Also ich bin immer noch bei 3, aber... Echt? Ja, aber wieder eins wie vorhin. Okay. Halt mal 1, wenn du 1 sagst. Verdammt! Ich bin spielsüchtig, ich gehe weiter. Ich kann nicht aufhören. Ich höre jetzt auf. Just the usual bits. Pound in the pavement. Okay. Sehr gedankenreiche Dialoge. Nein, knipp sie nicht. Oh. Ah, okay, du hast recht. Es ist ein rotes Motorrad. Ah, ja. Das ist sehr gut. Wie kann ich das löschen? Fragezeichen ist auf Keys. Entfernen. Ah, das ist schön. Soll ich noch ein Bild von dem Typ gleich mitmachen? Ne, sprich mal mit dem. Hallo. Was cool ist, David. Geh nochmal auf die Kamera. Ja. Dann wird die Framerate von Fraps mit angezeigt. Nein. Wie cool. Das heißt, es macht auch nur irgendwie aus dem DirectX raus, das Foto, oder ja. Wie? Komplett einmal den Buffer reingeschrieben. Okay. Aber das sind auch nicht die Tunnel. Nee, ich habe jetzt auch... Aber hier gibt's fette Waffen, ey. Ja, aber das ist was für später. Ich will auch jetzt echt mal mit... Ich will so ein Colt. Wenn wir schon da sind, ach egal. Okay, dann mal weiter. Ist es vielleicht dieser wahnsinnige Typ, der da irgendwo hinten... Der ist zwar nicht in den Fountain, aber...
Rowdies. Wo sind die Tunnel? Wieso hat der Typ einen Namen? Wer? Den der Alte. Nö. Einfach irgendein Verrückter. Ja. Klasse. Also, machen wir hier schon, ja, da geht's zum Anfangsbereich. Hier geht's zur Fountain, da ist Spiral. Mhm. Lass uns noch mal kurz in die Dings gucken, ins Questbuch. Also, pass auf. Geh mal, komm mal hoch, da steht, wie heißt der Typ? Eddie, ja. Okay. Hier lebst du in der Junkyard und wir brauchen für den was Stinky in Chewy. Und dann, there's a limping guy in the tunnels. Near Fountain Spiral. Also muss ja gar nicht in Fountain Spiral sein. Ja, aber zumindest in der Nähe und davon abzweigend oder. Ja, das ist wahr. Nee, da komme ich gerade her. Ich nehme jetzt doch mal hier den anderen Weg. Pass auf. Und zwar hier. Zordos. Nee, das ist der. Und hier unten rechts. Nee, das ist Zordos. Aber hier unten gab es noch. Da ist dieses Museum. Gab es nicht hier noch einen Weg? Ich hab das verwechselt. Was auch immer. Ihr Probleme. Ich such was Stinkendes, Junge. Guck mal, der humpelt. Oh. Tatsache. Du hast recht. Komm her. Mein Gott, Philipp. Hey, can we pull you aside for a second? Hi. Hi? Hi there. Hi! Yeah, this is gonna sound funny. Peculiar, really. But we heard through the grapevine that you had an unusual condition accident that left you unusual with one leg. And we were wondering if, by any chance, you might give us Loan us, yeah, your, sock. Sock! Please your sock. Area clear. Clear. The district of South Anacronox is not liable for injury. Oh Gott! Jetzt nimmt sie keiner. Hi. Das war richtig witzig. Episch. Gut, dann können wir jetzt ja endlich. Lecker. Wohin gehen? zum Taxi. Junkyard. Ja. Sollen wir Taxi fahren? Du kannst ja mal gucken, ob das Taxi dich da irgendwo hinbringt, aber ich glaube nicht. Nee. Dann nein, danke. Gehen wir mal hier weiter. Wieso haben wir den Typ vorhin nicht gesehen? Weil der wohl rumläuft und wahrscheinlich ist er genau mit uns irgendwie. Ja, ist man, wenn du da einfach so läufst, dann siehst du es ja nicht. Ja. Das hat uns jetzt 10 Minuten gedauert. Oh ja, ist voll okay. Ist okay. So, wo laufe ich jetzt eigentlich gerade lang? Ich laufe richtig, oder? Ja. Einfach mal hier lang. Ich gehe trotzdem erstmal noch kurz zu den Tours. Wo waren die denn? Da oben. Deswegen, weil wir das Motorrad fotografiert haben. Hi. Ah, ja. Dann hättest du aber noch das Taxi nehmen können. Ja, das ist jetzt egal. Jetzt bin ich schon auf dem Weg. Ja, was dauert jetzt wieder ewig, bis du da bist. Ist doch direkt da, Hanne. Das glaube ich schon, nicht. Ja doch, sieh schon. Haare, ey. Vor allem sieht er einfach aus wie aus irgendeinem anderen Spiel entsprungen. Ja, sag ich ja. Kampfzwerg. Ja. Ah, fahrt schon runter. Was? Hast du gerade gewechselt? Ja. Frag nicht. Ich kann. Deswegen, du bist. Kann ja hier irgendwo, naja, okay, egal. Wupp. Da bin ich jetzt echt gespannt, ob das Spiel quasi merkt, dass ich das Foto du das gemacht habe. Wenn es das Richtige ist. Dass du das wahrscheinlich sagt er mir dann, diese Zahl oben in der Ecke ist nicht richtig. Wir haben einen falschen Pixel entdeckt. Ja, jetzt komm! So, mein Freund. Kacke. Ja, aber, also,
der da tatsächlich. Kann ich dem jetzt nicht irgendwie geben? Das ist ja wohl das Motorrad. Aber wahrscheinlich muss man ihn fotografieren, während er drauf sitzt oder so. Ja, naja, okay, ist jetzt egal. Also Junk. Junk. Dork. Ah, gierig. Richtig? Keine Ahnung. Vielleicht? Geht auch links anders hin. Ja. Junkyard, Junkyard, Junkyard. War das nicht da, wo es vorhin geblockt war, weil die gesagt haben, der Junkyard ist nicht sicher? Genau, das. Da, wo gesagt wurde, dass es der Junkyard ist, da ist der Junkyard. Weil der geblockt war, der Junkyard. Und das war, ich glaube, Tenements. Area. Steht auch drüber. Nein, Tenements! Guck mal, 11001. Das ist die Nummer vom Aufzug. Ein binärer Code für Aufzug. Oder ein binärer Code für da die Nummer des Aufzugs. Runter. Junkyard Area. Nice. Endlich. Ich wäre ja jetzt fast mal sehr dankbar für einen größeren Story-Happen. Ja, ich auch. Ich will, dass es mal richtig losgeht. Weil die Motivation ist so ein bisschen niedrig gerade. Ja. Das stimmt allerdings. Nur einer. Ja, du kriegst... Oh. Nee, der ist zu weit weg. Dann... Ja. Bewege ich mich. Oh. Nach. Hier, beweg dich. Und du... Du hast noch genug Leben, du schießt. Au. Zack. Daneben. Hast du es gehört? Mhm. Ein Furzgeräusch. Okay, jetzt doch. Oh, dann. Bam. Oh. Nein. Du Drecksack. Dreckischer Sinn, nö. So. Komm, das war's ja jetzt, oder? Jawohl. Genau. Was da noch so für Gegner auf uns warten, etc. Ich bin vor allem auf die Bossgegner dann gespannt. Ja. Ganz kurz, ich schau mal nach meinem Leben und heile mich vielleicht. Hälfte weg. Wie viel heilt denn ein normales? 100. Ja. Reicht. Genau. Hier geht wahrscheinlich nichts. Na gut, dann suchen da wir waren wir ja jetzt noch gar nicht. Das ist ja jetzt schon mal ein bisschen... Chunk, ja. Ja, ich denke, hier geht jetzt auch ein bisschen Action. Okay. Auch mal ein Kampf mehr oder rechts oder links? Links stand, glaube ich, irgendwo eine Flasche oder so. Ja. Da hinten. Wir haben auch immer noch das Bracelet. Shield Cell. Ich schau mal kurz, was es macht. Okay, holds 8. Energy. Oh Gott, Energy. Jetzt habe ich es gerafft. Kann ich das benutzen? Keine Ausrüsten? Ah, du hast ja im Moment null Energy. Ja, was kann ich denn... Shield Cell. Aha. Ah. Guck. Ja, welchen geben wir ihm das? Ja, wir machen unseren Sly Boots. Ja, denke ich auch. Alles klar. So. Zack, zack. Zack, zack. Das war gut, dass wir das noch gemacht haben. Ja. So, du kannst schießt... Hau doch da mal eine Granate rein. Oh ja, das ist eine gute Idee. So, mit rechtsklick. Schade, dass auf den dahin. Flächenschaden. Auf den dahin. Ja. Vielleicht kriegen wir sowas noch, was Flächenschaden macht. Stimmt. Sehr gut. Scheint cool. Der ist schon tot. Das macht übel den Schaden. Zum Glück macht es bei uns nicht so einen Schaden. Ja. Ja, du kannst den nicht, aber du kannst den hier hauen. Mit deiner... Ich finde auch so krass, dass der einfache Angriff bei dem schon so übel aussieht. Ja. Leider hat er nicht getroffen. Aber ich meine, so lange wie der da in der Luft rumspringt... Ich glaube, irgendwann mit der Zeit wünschst du dir auch, dass es schneller läuft, oder? Mhm. Vielleicht kann man das ja einstellen. Ich habe keine Optionen auf Kampfgeschwindigkeit bisher gefunden. Oh. Übrigens treffen wir gerade überhaupt nicht. Das ist ziemlich kacke. Hau drauf. Jawoll. Aber
heilt sich jetzt. 2 Millionen Schaden. Wir brennen. Haben die kaputt? Hau mal auf denselben, ja, auf den Händen. Ja. Aber dann muss der sich bewegen, das war eigentlich nicht schlau. Weißt du, wenn der jetzt tot ist, muss der erstmal eins nachrücken. Ja, oder du lähmst ihn mit dem Opa und haust mit dem anderen drauf. Das ist auch möglich. Oder der Opa heilt den anderen. Geht das? Yep. So, nehm schon mal. Supi. Und dem mache ich jetzt einfach mal ein Schild. Nee, hau dran. Er hat ja sogar schon einmal angegriffen. Ich glaube, er könnte jetzt. Bin mir nicht sicher, ich glaube, der ist ausgewichen. Stimmt, beim ersten Mal ist er ausgewichen. Aber jetzt müsste es ja wohl klappen. Wenn du jetzt mit dem halt. Oh, fuck, ey. Ah, du musst heilen. Oh nein. Ach, schneller. Nee, er ist eh daneben. Oh. Jetzt hat er es jetzt gemacht. Was ist es noch in der. Hast du jetzt nicht 2 Hebris in der Pipeline? Ah, ja, genau, du hast recht. Jetzt habe ich erstmal. Jetzt greif an, drück auf Angreifen. Die Sorry. Zeit läuft ja weiter. Ah, okay. Jetzt musst du aber Platz sein. Ja. Super. Es wird schon ein bisschen herausfordernder. Herausfordernder. Vorausfordernder? Hervor. Hervorraus, Herr Sau vor. Sau! Oh Gott, ey. Ist ja alles voll mit denen. Komm her. Mach dich kaputt. Ja, natürlich kommen da noch 2 dazu. Und irgendwas, was wir noch nicht kennen. Hm. Ah, okay, ein Schießer. Den schieße ich jetzt, oder? Ja, den schieße ich. Kleiner Goblin. Kann er jetzt nicht direkt umfallen? Perfekt. So, und du, Lindelberg. Wir hängen doch so viele. Kann das der Opa überhaupt? Hajo, guck, ich meine Treffer. Zack. Das sieht ganz gut aus. Ausgezeichnet. Von Windiger. Du darfst einmal versuchen. Da stehen 2 Leute und der schlägt genau in die Mitte. Das muss man erstmal schaffen. Talent. 2. Halt. Nein, weiter wird's gegangen mit Statue. Na gut. Der jetzt 73 Schaden gemacht. Ist der so stark, der Opa? Krass. Der ist stärker als unser Sly Bills. Wie heißt der Opa überhaupt? Krampus. Die waren sehr einfallsreich. Finde ich gut. Ah, so kommt man dahin. Mhm. Und da will jetzt einer irgendwas, was stimmt und ich hoffe kaum. Das ist klar, dass das jetzt übrigens auch nur der eine Weg bisher war, gell? Es gibt ja noch den anderen, wo ich dich vorhin gefragt habe, wo wir lang gehen. Hoffe, ja, das war links, ne? Aber ich hoffe trotzdem, dass wir da ein Ziel kommen. Das ist doch gut, wir müssen ja auch stärker werden. Leveln und so. Yes! Guck mal, wir one-hitten die schon. Jawohl. 60, der macht 11 Schaden weniger, deswegen reicht es dann nicht ganz. Ja. Also haben die wahrscheinlich genau 70 oder 65 oder sowas. Ach, der hat die Position gewechselt. Das ist natürlich positiv. Ausgesiedelt. Super zeichnet. Fallen uns im Heer ein? Exzessom. Orzelend. Orzelend. Das ist jetzt nicht eine Sackgasse, oder? Nee, da geht's links. Nee, hier geht's links weiter. Gut. Dieses Level-Design ist ja unglaublich. Ja, das ist aber auch eine Müllhalde und das merkt man auch, finde ich. Ja, das sieht gut. Aber so ein bisschen aus, als ob die Wege in den Schrott gegraben worden wären. Ja, richtig. Das ist alles so gepresst und komprimiert. Ach, das hört ja gar nicht mehr auf. Ah, wieder so ein kleiner Pimpfi. Ausgezeichnet. Orzelend. Entschuldigung, Orzelend. So, gleich mal dieselbe Taktik. Ja. Du haust den du hauen kannst. Bam. Der dürfte dann auch kaputt sein. 73. Ja, sollte reichen. Ja. Super. Guck mal, wie das geht. Das
Asgard Gurt. So, aufgehackt. Auf geht's da. Nein, haue. Der Opa kann nicht. Doch, der kann. Ah, der weil der andere die Position gewechselt hat. Yes. Opa wird er immer besser. Er wird mir immer sympathischer. Der Krampus. Mit seinem Kampfstab da. Ja. Yes. So, Level 5 beide. Echt nicht schlecht. So. Kurz umgucken, ob es hier was gibt. Nicht so aus. Nö. Ja, auch nicht. Hier hinter vielleicht. Das wäre jetzt echt ein gutes Versteck gewesen für Heiltrank. Ja, auch nicht. Ich gut. Hätte da einen Heiltrank positioniert. Zum Glück bist du kein Level-Designer. Wieso? Dann hätten wir jetzt einen Heiltrank mehr. Ja, schon recht. Hoch oder runter? Runter. Runter, okay. Bleiben wir mal hier unten. Aha, ein Taco. Ist nichts, okay. Aber so lang, wie sich dieser Weg zieht, kann es eigentlich kaum ein alternativer Weg sein, oder? Also ich würde fast behaupten, das ist der Weg, den wir hauptsächlich gehen. Du, vielleicht kommen die beiden Wege auch wieder aufeinander zurück. Links steht einer. Ja, mit dem können wir gleich reden. Jetzt müssen wir erstmal die hier wahrscheinlich glatt machen. Ja. Ja. Hinten, der kommt, der lässt sich aber Zeit, der läuft da gemütlich noch vorbei. Wo war denn der? Vorher? Hinter uns. Zum Glück haben die bisher noch keinmal getroffen. Die machen bestimmt irgendwie Vergiftung. Ja, dann auch. Mit Sicherheit. Der andere guckt da locker zu. Easy going. Zacka. 101, die haben ja gar keine Verteidigung. Der ist auch stärker geworden. Wieder, ne? Ach, die sind ja, wir sind doch Level 5 jetzt. Alter Vater. Der macht jetzt auch schon 70 Schaden. Wo schießt der denn hin? Nö. Och nein. Warte. Ja. Doch, ich glaube, es crasht. Och nein. Wo haben wir denn zuletzt gespeichert? Weiß ich nicht. Macht der Autosave nach dem Kampf? Weiß ich nicht. Oh Gott, nein.